Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar, wie ihr hier schon ein Stück weit seht, habe ich schon wieder Post bekommen. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen hochnehmen, mal zeigen, wie groß dieses Paket ist. Also es ist schon ein Stückchen. Gerade habe ich schon mal ein Haul gedreht und die Katze versucht gerade da reinzugehen. Sehr gut. Wollte ich euch nur mal zeigen. Und dann würde ich sagen, packen wir das Paket doch einfach mal aus. Ich habe es nur schon mal aufgerissen, aber noch nicht reingeguckt. Und ja, also wieder ganz viel von diesem Verpackungsmaterial. Schmeißen wir mal auf den Boden. So, dann fangen wir mal an. Da haben wir als erstes diese 3D-Klebepads, Formpads. Nee, doch. Moment, ich bin ein bisschen verwirrt. Achso, ja, bestellt habe ich im Übrigen bei VBS Hobbyversand. Das habe ich, glaube ich, gerade gar nicht erwähnt, ich dussel. Und ja. Gut, können wir jetzt weitermachen. die sind 1 mm Stärke und die sind 1,9 mm Stärke. Das sind so 3D-Klebepads, müssten das sein. Ich glaube, ich habe auch noch eins, aber das weiß ich gerade nicht so genau. Naja, das ist auf jeden Fall das erste, was ich habe. Ich mache mal ein bisschen Platz hier. So. Dann ist hier ganz viel Werbung drin. Also da und hier ganz viel Werbung. Dann haben wir hier die Rechnung. Die brauchen wir jetzt nicht. Ja, als nächstes habe ich Scheren mitgenommen, ein Konturenscheren-Set mit 8 auswechselbaren Klingen. Ja, ich weiß nicht, ob die was taugen, so teuer waren sie nicht gewesen. Ich kann ja mal kurz gucken, wie viel sie gekostet haben. Ja, Konturen, da 7,20 Euro, naja. Stimmt das? Naja, kann gut möglich sein. Also auf jeden Fall waren sie nicht allzu teuer und das sind so verschiedene Muster. Denn, ja, ich hatte sowas gar nicht und ich mag das mal ausprobieren. Und deswegen habe ich die mal mitgenommen. Legen wir einfach mal da drüber, macht nichts. Dann haben wir hier, was ist das? Glue Dots. Das sind so Kleber, das steht ja... Ach, da, es steht auf der Klebedots. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich selbst bestellt habe. Das ist wunderbar. Aber hier seht ihr ja auch die Nummer, falls man sie eingeben kann. Ja, es sind auf jeden Fall so Klebepunkte. Warum ich die bestellt habe, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber naja, macht ja nichts. So, dann haben wir als nächstes diese hier. Paper Frames, so Bordüren, Spitzenpapier. Ja, die sind recht teuer gewesen für nur 12 Stück, aber ich wollte erstmal ein paar haben, weil ich ganz lieben Freunden von mir Karten basteln wollte. Und da brauchte ich auf die Schnelle welche und ja, sie hatten halt welche gehabt. Ich wollte da eh bestellen und ja, dann habe ich sie mal mitgenommen. Ich glaube 1,35 Euro haben sie gekostet, ja genau, für 12 Stück. Ja, ist schon nicht recht günstig, aber wie gesagt, ich brauchte sie halt sofort und deswegen habe ich sie mitgenommen. So, als nächstes, ui, man sieht schon, einiges, das ist so ein Kartenset, 100-teilig, also ich schätze mal 100 Briefumschläge und 100 Karten, so Doppelkarten. Wie gesagt, ich möchte, in Pastellfarben im Übrigen, ich möchte basteln, Karten selber und ja, na, um es halt zu schaffen, nee, da Megakartenset, 100-teilig. Sind sehr schöne Farben dabei, so rosa, lila, so schön Pastellfarben. Und da kann man bestimmt sehr gut was draus machen. Deswegen habe ich die mitgenommen. Als nächstes haben wir dann dieses hier. VBS Megaset Vintage Karten, 50-teilig. Da sind so Tags dabei, so kleine Karten, so kleine Umschläge und Sachen, wo man reinstecken kann. Und die Karten selber, da kann man es auch sehen. Schiebt das mal ein bisschen weiter weg. Da kann man es auch sehen. Wir können es ja einmal auspacken. So, da fällt schon alles rum. Dann haben wir hier ja die Umschläge. Da haben wir einige von. So, dann haben wir hier diese Tags, die man alle selber gestalten kann. Diese kleinen süßen Umschläge und Sachen, wo man reinstecken kann. Sehr gut zum Scrapbooken geeignet, denn dazu kommen wir gleich auch noch. Und dann hier, auch mit Umschlag, glaube ich.
Oh ja, total niedlich. Oh. Und dann hier auch so ganz kleine Mini-Kärtchen kann man daraus basteln. Ja, das Set war im Angebot für 5 Euro. Und deswegen habe ich das mal mitgenommen. Dieses Vintage-Set. Und man sieht schon, ich brauche mal ein bisschen Platz hier. Ja, jetzt kommen wir zum letzten, weswegen ich auch letztendlich noch mitbestellt habe. Und zwar ist das jetzt zu groß für die Kamera. Ich bewege euch mal kurz. Und zwar dieses Scrapbook. Ja, beziehungsweise Pappmaché-Buch. Ich wackel jetzt. Ja, ich möchte anfangen zu scrapbooken, also das zu gestalten. Ich würde sagen, wir können ja einfach mal reingucken. Alles gut verpackt hier, dass man es auch sofort aufkriegt. Jawohl. Bisschen laut. So, schmeißen wir mal weg. Und oh ja, ich habe schon gehofft, dass das nicht so. Also ich habe gesehen, bei Kick, glaube ich, da gibt es ja recht günstig für 2,99, glaube ich. Da sind die ziemlich, ja, wie Papier, so dünn. Und ich habe gehofft, dass das hier nicht so ist, denn ich möchte ja alle bekleben mit Motivkarton oder Motivpapier. Und da wäre natürlich, ja, dieses Papier nicht gut gewesen. Und das hat 5,99 gekostet. Und das ist, ja, stärkeres Papier, das merkt man schon. Und das ist perfekt. Also es sind alles weiße Seiten und die kann man dann ja sehr gut gestalten, wie man das möchte. Ich möchte da Fotos reinkleben, Erinnerungen und dann diese Umschläge. Das ist natürlich sehr gut, dass ich die auch mitbestellt habe. Ja, und da freue ich mich schon drauf, loszulegen. Und ja, das war meine Bestellung von VBS Hobbyversand. Insgesamt bezahlt habe ich 37,91 € für die ganzen Sachen, die hier so liegen. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Schnäppchen ist, aber es ist auf jeden Fall gut. Ich kann diesen Laden wirklich empfehlen. Es kam auch recht schnell an. Und ja, huch. Dann danke ich euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Danke. Tschüss.